Leute, Anime-Duelle geht in die nächste Runde und heute haben wir was ganz Besonderes und zwar Jubel gegen Bastion. Ich werde dabei Bastion spielen, Jubel hatte ich ja bereits. Ich werde wie immer gegen CK Phoenix spielen, aber ich muss noch etwas anmerken, bevor wir hier zum Deck im Duell kommen, denn wir zählen die Siege, bedeutet also, steht aktuell 2 für CK, 2 für mich, also unentschieden, alles ist noch möglich und der Gewinner, der hat einen Wunsch frei. Ihr könnt ihm mal in die Kommentare schreiben, was ich mir wünschen sollte, falls ich gewinnen sollte. Und von daher würde ich sagen, geht's jetzt direkt zum Deck. Doch vorher eine Sache noch natürlich. Es ist ein Best of 3. Bedeutet, falls ihr das ganze Match sehen wollt, müsst ihr natürlich zum CK rübergehen. Und jetzt zum Deck. Da sind wir auch schon beim Deck. Und bei Bastion muss man sagen, da haben wir einige guten Karten. Wir merken, wir sind in Jax Area. Wir haben Karten mit Effekten. Und die schauen wir uns jetzt nochmal genau an. Einmal haben wir Frostplünderer. Okay, der hat jetzt keinen Effekt, aber der 1-9 natürlich. Dann haben wir hier ein Monster, was im ersten Blick schlecht wirkt. Aber in Kombination mit ihnen perfekt. Dann haben wir Feuerfuchs, ein bisschen zum Blocken und ein bisschen Mauern. Dann haben wir den Plünderer, der einfach Flip-Effekt hat und zusätzlich einen Effekt hat, wenn er durch den Kampf zerstört wird. Also super gut. Mathematiker, super gute Karte, definitiv. Dann haben wir Goblin-Zombie, auch gute Karte. Wir haben nämlich einige Zombies. Der muss ja sagen, Bastion hat ja verschiedene Decks in Anime gespielt und unter anderem natürlich sein H2O-Deck, aber auch andere Decks wie eben mit Zombie. Dann haben wir hier eine Elementardrache, ist kurz okay. Trojanisches Pferd, ist 1-6, ne? Kann man nutzen für Tribut. Hydrogatter natürlich, super geiler Effekt, ist sehr praktisch. Gerade im Anime-Duellen, weil 1-6 ja doch dann nicht so hoch ist, weil ja, man muss ja auch Monster, man hatte viele Monster, die kleiner sind. Dann haben wir die Oxygatter, um natürlich Wasserdrache rufen zu können. Da haben wir Zombie, 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 super gut. Zombie zum Beatstick. Dann haben wir nochmal einen guten Zombie hier, auch der im Friedhof super gut ist. Dann haben wir jedenfalls einen Zombie mit einen ziemlich guten Effekt, wenn der kommt eigentlich. Dann haben wir natürlich Wasserdrache, Leute. Wir müssen Wasserdrache spielen. Wasserdrache ist ja wohl hier gesetzt. Dann haben wir noch ebenfalls hier ein Zombie, den wir mit Eintribut rufen können. Also auch richtig nice. 2-9, Eintribut. Und natürlich dann Power Spells. Ey, elegante Wohltierritterin, Pot, Reborn. Kartenzerstörung passt hier sehr gut. Gerade mit den Zombies, auch mit Wiedergeburt und den hohen Tributmonstern passt das sehr gut. Natürlich auch Kartenzerstörung mit gegnerischen Karten kann das dann sehr gut funktionieren. Dann haben wir hier eine kleine Interruption mit Zaubernfeinkarten. Foolish, wir haben Zombies, Friedhof, Smashing. Sehr starke Karte, definitiv. Natürlich H2O für unseren Drachen. Reborn, MST ist ja Standard. Nachladen, ja, ist eine Karte, die man spielen kann. Er hat nicht so viele Karten, also ein Tick über 40 Karten. Man muss sagen, Nachladen ist dann doch ganz gute Karte eigentlich, wenn man brickt. Aber sehr gute Traps. Ring of Destruction, magischer Zylinder. Super gute Karten schon mal. Dann auch Spukschreien, super gut natürlich. Und Emmas Urteil, eine Fallenkarte, die mit den einen Effekt, mit den Banish 5 von Friedhof, ziemlich schwer ist, aber der andere Effekt ziemlich gut ist. Dann haben wir Angefangen, Klassiker natürlich, dann verfluchtes Signal, Siegel, nicht Signal. Signal wäre auch ganz nett, aber hier jetzt natürlich da, um Spells zu annullieren. Wir müssen aber selber was abwerfen. Wir haben eventuell H2O, falls wir eben halt nicht mehr die passenden Teile bekommen. Und natürlich Ruf der Gejagten, weil das ist ja auch Standard. Ja, und das ist das Deck. Ich muss sagen, insgesamt gefällt mir das sehr gut. Hat einige Mechaniken, die mir sehr gut gefallen. Und dann mal sehen, wie das Ganze jetzt in der Praxis aussieht. So, dann mal sehen. Ich werde nicht zulassen, dass du die Schule hier unterjochst. Du bist doch in der Duell-Monster-Dimension gefangen oder so. Ja, schnick, schnack, hier, Dimension, Chimision ist gar nichts hier. Ich würde sagen, wir fangen an mit was ganz Simplen, und zwar mit... Ja, hallo, kommst du mal? Doji, irgendwie hat das geleckt oder so, wollte nicht kommen hier. So, pass, so ein Ding ist das. Okay, dann würde ich sagen, ziehe ich meine Karte und spiele ein mächtiges Monster verdeckt. Oh, ja. Und eine Karte. Nein, T-Set muss nicht. Aber du bist jetzt direkt in meine Falle getappt. Weißt du das eigentlich? Und zwar? Weil ich wusste, dass du... Nein, wusste ich nicht. Aber du hast einen Monster-Verteidigungsmodus und ich habe einen Hydro-Gaddon. Oh nein! Und mein Hydro-Gaddon, der wird sich jetzt gerne dein Monster hier entledigen wollen. Attacke! Oh nein, das ist oh, das ist richtig gut! Das ist... Ich kann das nicht mal nicht aktivieren. Ey, das ist so schlimm jetzt. Oh, das sind ja richtig viele Monster. Hä, das ist ja einfach mega OP. Oh, das ist ja richtig dumm. Ich kann den auch nicht beschwören, aber... Ja, das ist aber noch mehr Schaden eigentlich. Aber es sind halt mehr Monster dann gegen dich. Ja. Schaden oder Monster? Nee, das bringt... Ja, das bringt eigentlich... Das ist eigentlich egal, ne? Ich glaube, es ist besser, nicht zu beschwören. Ja.
Guck mal, wie viel Druck dir das gemacht hat. Einfach so ein Hydro-Gathern, Leute. The good old days hier. Oh. Aber jetzt. Was? Schrei der Untoten für Riesenkeim. Oh. Oh. Von dem kann ich gern zerstört werden. Oh. Ganz ehrlich? Ich greife nicht an. Weil du kriegst zwei Monster. Und das will ich nicht. Spielst du überhaupt drei? Ja, ne? Ja, ich hab drei im Deck. So richtig. Aber ich spiele aus dem Deck. Wenn du einen in der Hand hast, wäre es richtig minus. Also. Also, ich weiß ja, was da eventuell gleich noch kommen würde. Ja. Und ich habe echt keine Lust auf deinen Wasserdrachen. Ja. Deshalb verabschiede dich von deinen beiden Hydro-Gaddons. Hä, wie? Was? Nein! Lava-Golem! Nein! Oh Mann! Oh Mann, ich hätte Hydro-Gaddon so schön ausnutzen können. Du willst auch nicht, dass wir Wasserdrache sehen, oder? So ein Ding ist das hier. Nee, will ich auch ehrlich gesagt nicht. Oh, sehr interessant. Aber ich sag, wie es ist, ja. Achso, ich dachte, ich hab mich missklickt irgendwas. Ah, die 1000 Schaden nehmen wir. Und vielleicht, ja. Mhm. Aber nur ganz vielleicht hattest du sogar recht. Oxygen! Oha, krass. Ja, Mann, du bist richtig gemein. So. 500 Schaden. Ich muss sagen, der Burn-Schaden, der kommt langsam, ne? Ja, du, das sehe ich leider gerade auch. Aber jetzt kriegst du hier erstmal richtig schönen Schaden zurück, mein Lieber. Ja, leider. Und der jetzt ja auch noch 800. Also wir sind, also ich bin sogar in Führung in the head. Also ist vollkommen okay. Aber der Burn-Schaden ist real. Und weil der Burn-Schaden real ist, konter ich mit meiner Karte deine Karte aus. Et voilà! Boom! Oha! Puff. Krass. Und da bist du drin. Ich krieg gleich sogar noch einen Token. Also, ich bin in einer sehr, sehr privilegierten Situation hier gerade. Merk's. Verteidigung, Verschmeidigung, hier nix ist das hier. So, zieh! Okay, das bringt gar nichts. Aber jetzt kommt eine Standby-File. Statt 1000 Schaden kriegen wir stattdessen ein Token! Voll gut. Oh Mann. Und dann beschwören wir noch ein Monster. Erbarmungsloser Plünderer. Und wir werden noch erbarmungsloser, denn wir opfern hier ihn und machen ihn stärker. Egal. Warum hast du so viele Monster? Battleface! Ich gehe den safen Weg, falls du da irgendwas hast. Attacke mit 2-7. Boom. Oh. Tja, jetzt mein 2-7er bringt dir nichts. Jetzt musst du. Musst du Oxygetton? Ja, ne? Ja. Das ist dann 1-6. Oh, das ist aber eine close Kiste hier. Ja, dann würde ich sagen, du bist dran, mein Lieber. Ja. Zieh deine jetzt lämmerliche, vor allen Dingen, jämmerliche Karte. Okay, ich glaube, es war nicht die letzte Karte, die ich gezogen habe, weil ich habe Nein, du hast nur eine. Was? Ich habe Handzerstörung gezogen, aber du hast nur eine Karte auf der Hand, deshalb kann ich die nicht aktivieren. Ja! Ey, Junge. Was? Ey, Mann. Ja, okay. Ah, ich wusste es. Ich habe dich komplett outplayed. Na, willst du jetzt Handzerstörung aktivieren? Ja. Da war sogar ein Winner in der Hand. Ich habe nämlich Ring of Destruction. So. Urea, stark. Super Poli auch stark. Och Mann, ich hätte wirklich super Wasser dran rufen können. Ne? Also, du bist schon ein gemeiner Wicht. Deswegen bestrafe ich dich jetzt. Da, wo du hingehörst. Ich beschwöre mein stark. Hallo? Ich beschwöre mein starkes. 800 Angriffspunkte, Monster. Und ich gehe. Nee, es macht ja gar keinen Sinn. Ich kann ja wirklich opfern, ruhig. Opfern wir das hier. Battleface! Pui! Das rechte Bein. Ich bin erbarmungslos. Mit den erbarmungslosen Plünderer! Angriff! Ah. In alter Manier muss natürlich hier das Rad gedreht werden. Und, Jan, ich kann dir eins sagen.
Ja. Ich werde nicht den Charakter kriegen, den du diese Woche gespielt hast. Ausnahmsweise mal. Das heißt, wir drehen. 3 zu 1. Let's go! Und... Oh! Wir gehen zurück in die Urzeit. Tyranno Hustleberry. Ah, okay, interessant. Ja, da haben wir ja einen Charakter, der pure Angriffskraft hat. Ich hoffe auch, die kommt natürlich zur Geltung. Was jetzt auch zur Geltung kommt, ist natürlich das Rest des Matches. Da müsst ihr, wie gesagt, rüber zu CKL Phoenix gehen. Und ich wünsche euch dann natürlich noch einen wunderschönen Tag. Und natürlich viel Spaß beim Duellieren.